Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wollen wir uns mit gleich mehreren News beschäftigen, die einfach auf aktuelle Missstände hinweisen, die wir gerade so erleben. Und ja, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn wir darüber in den Kommentaren diskutieren könnten, zivilisiert natürlich diskutieren können. Und wenn ihr dieses Video vor allem bis zum Ende anguckt, bitte, und dann auch an alle Leute weiterschickt, vielleicht können wir das ganze Ding sogar in die Trends pushen, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist, das ich einfach wirklich ansprechen möchte hier. So, lasst uns anfangen. Die erste Story, die ich euch erzählen möchte, ist eine Zusammenarbeit von Facebook und dem FBI. Und ja, die haben gemeinsam einen Verbrecher auf absurde Art und Weise geschnappt, wobei der Verbrecher auch einfach nur absurd widerlich war. Das könnt ihr euch so gar nicht vorstellen. Deswegen lasst mich euch ganz kurz hier einleuchten, was da so passiert ist. Und zwar, dieser Verbrecher hat einfach über Facebook oder andere Messenger junge Frauen angeschrieben und hat behauptet, er hätte Nacktbilder oder Videos von ihnen. Und wenn er eine Antwort bekommen hat, dann hat er tatsächlich diese junge Frau dann so weit erpresst, er würde das an alle weiterschicken, er würde es im Internet veröffentlichen und er hat teilweise sogar wirklich mit Mord gedroht, obwohl er nichts in der Hand hatte. So, völlig eingeschüchtert natürlich haben diese jungen Frauen ihm meistens genau das gegeben, was er wollte, und zwar Nacktbilder und Videos, die er dann natürlich erst recht in der Hand hatte, um sie zu erpressen. Und so ging das immer und immer wieder weiter und ja, dadurch hat er sich quasi, weil diese jungen Damen auch nicht volljährig waren, hat er sich quasi Kinderpornografie angeeignet. So könnt ihr euch das Ganze vorstellen, richtig ekelhaft. So, jetzt warum wurde er nicht gefasst? Nun ja, er hat einfach Tails verwendet. Linux Tails ist ein sehr anonymes Betriebssystem, was jeglichen Traffic über den Tor Online Router verschickt. Und ja, das hat er benutzt, das heißt, man konnte ihn nicht wirklich fassen. Wieso kann ich euch dann diese Geschichte erzählen, fragt ihr vielleicht. Naja, natürlich wurde er doch gefasst. Und die Geschichte, wie er gefasst wurde, ist quasi so absurd wie dieser ganze Strafbestand, den er da einfach geleistet hat, weil einfach Menschen scheinbar echt Abfall sind manchmal. Und ja, Facebook hat tatsächlich einen Experten abgestellt, der zunächst einmal einen Machine Learning-Algorithmus geschrieben hat, wen dieser Mensch als nächstes anschreiben wird. Das heißt, er hat quasi die junge Frau ausgewählt per Algorithmus, die höchstwahrscheinlich als nächstes angeschrieben wird. Zu der ist dann das FBI hingegangen und hat dort dann mit dieser jungen Dame gemeinsam versucht, den Angreifer zu fassen. Das hat erstmal nicht funktioniert und er hat sogar das FBI quasi getauntet, also er hat sie verhöhnt, weil er eben Linux Tails verwendet und dachte, er ist absolut sicher und niemand kann ihn fassen. So, und dann hat tatsächlich Facebook mit einer externen Security-Firma einen Exploit entwickelt für Linux Tails. Und zwar gab es eine Schwachstelle, die erstmal noch gefunden wurde, ja, eine Schwachstelle im Videoplayer von Tails. Das heißt, der Tails Videoplayer, den er ja offensichtlich benutzt hat, um sich das Material anzusehen, was echt ekelhaft ist, den hat er benutzt und da drin gab es eine Schwachstelle und die hat dann das FBI ausgenutzt, um sozusagen ein Video zu craften, was dann seine echte Adresse, also seine echte IP-Adresse veröffentlicht hat. So, das war sozusagen diese gesamte Geschichte und sie haben dann einfach quasi ein Opfer benutzt, haben dann gesagt, hey, hier bitteschön auf Dropbox sozusagen, hier ist das Video, der hat sich das runtergeladen, hat sich's angeguckt und dann wusste das FBI plötzlich seine echte IP-Adresse. Und ja, darüber haben sie ihn dann quasi gefunden. So, diese Geschichte ist jetzt natürlich sehr kontrovers. Aber bevor wir mit der ganzen Diskussion anfangen, will ich euch noch einen weiteren Fall, der einfach nur absolut absurd ist, präsentieren. Und zwar haben tatsächlich auf Instagram, ja, also ClearNet, nichts irgendwie Darknet oder sonst irgendwas, haben Leute, oder zwei Männer, um genau zu sein, Babys verkauft. Also tatsächlich, die haben Bilder von diesen Babys reingestellt und haben gesagt, hey, $2000 und das Baby ist deins. So, und die wurden jetzt natürlich auch gefasst, sonst könnte ich euch diese Geschichte nicht vorstellen quasi, aber ja, das ist leider offensichtlich kein Einzelfall. Die haben davor den Müttern diese Babys für weniger abgekauft und haben sie dann für mehr verkauft oder haben sogar einfach die Krankenhauskosten von der Mutter übernommen, die sich die Krankenhauskosten halt nicht leisten konnte, um danach einfach das Baby zu behalten. Und die haben danach einfach die Kinder auf Instagram verkauft. Man sieht hier auch tatsächlich, IT, man kann mit noch so viel Zeugs rechnen, mit sowas würde ich als Entwickler bei Instagram einfach auch nicht rechnen. Das ist einfach nur völlig absurd und einfach menschlich auch wirklich verwerfenswert. Aber, und das ist jetzt der große Punkt, diese ganzen ekelhaften Funde sind nur die, die aufgeflogen sind. Ich will
viele nicht wissen, wie viele da tatsächlich noch davon betroffen sind. Denn ich habe auch schon vor kurzem eine E-Mail bekommen von jemandem, der gemeint hat, seiner Freundin ist genau das passiert, was diesem vom FBI gefassten Typen da abgezogen hat. Das heißt, es könnte Trittbrettfahrer geben, die auf genau dieselbe Art und Weise Leute betrügen und die dann natürlich auch irgendwann geschnappt werden. Aber bis dorthin möchte ich als erste Message von diesem Video bitte alle warnen, die das Video hier sehen. Wenn jemand behauptet, von euch Nacktbilder zu haben, dann ist das nicht unbedingt der Fall, okay? Und wenn das passieren sollte, dann geht natürlich zur Polizei und erstattet Anzeige. Sonst kann so ein Typ niemals gefasst werden. Das ist die erste Take-Home-Message von diesem Video. Aber es geht natürlich noch weiter. Es dreht sich hier natürlich um diese Kooperation zwischen FBI und Facebook. Und diese Kooperation wurde von sehr vielen Seiten sehr kritisch beäugt. Natürlich nicht nur von Facebook selbst, sondern also tatsächlich auch die Mitarbeiter bei Facebook waren da eigentlich dagegen, dass sie diesen Exploit entwickeln. Die wollten das eigentlich nicht machen. Aber sie haben dann doch mit dem FBI kooperiert, um das zu erledigen und nicht den Nutzer einfach nur von der Plattform zu sperren, weil sowas kann natürlich auch passieren, aber das reicht natürlich hier nicht. Ich meine, der kommt dann einfach über einen anderen Messenger wieder und das ist ein nicht endendes Spiel. So, und bisher war es tatsächlich so, Firmen waren nicht gezwungen, mit Behörden zu kooperieren, sondern die haben das freiwillig gemacht. Das heißt, Facebook hat hier freiwillig gesagt, wir stellen wirklich diese riesige Summe, die das alles gekostet hat, weil einen Entwickler abzustellen dafür, die haben tatsächlich hier gesagt, okay, wir machen das, um in Zukunft weitere Leute daran zu hindern, solche Aktionen bei uns auf der Plattform durchzuführen. Natürlich gibt es noch andere Plattformen und dort ist es dann vielleicht nicht so einfach, mit den Plattformen zusammenzuarbeiten. Und deswegen gibt es jetzt in nächster Zukunft wahrscheinlich ein neues Gesetz. Und von diesem Gesetz habe ich auch schon mal berichtet. Das ist tatsächlich das Gesetz, was euch auch dazu oder was die Behörden dazu bemächtigt, eure Passwörter abzufragen. Das heißt, die Behörden können jetzt zu WhatsApp, Google, Facebook, Tinder etc. gehen und können IP-Adressen und Passwörter abfragen. Das heißt, die können die von den Leuten tatsächlich einfach auslesen. So, das heißt, dass die Behörde oder das BKA hat dann einfach euer Passwort in der Hand oder eure IP-Adresse oder was auch immer damit zusammenhängt. Das heißt, die können auch wirklich sich da einloggen. Außerdem werden Betreiber von großen sozialen Netzwerken wie Facebook, wie Telegram oder Twitter etc., die müssen jetzt Hassbeiträge, Terrorpropaganda, Kindesmissbrauch und auch nur Bedrohungen, also solche Sachen wie ich werde deiner ganzen Klasse, was der Typ tatsächlich gesagt hat, müssen die A löschen und B direkt ans BKA melden. Also das ist jetzt tatsächlich in diesem neuen Gesetz drin und das wirft natürlich einige Fragen auf. Und zwar wird da vielleicht eine Verdachtsdatenbank erstellt. Das ist natürlich super, super kritisch, weil so kann man einfach Leute generell unter Verdacht stellen, die bei LOL zum Beispiel schreiben, hey, ich hasse dich oder sowas. Also ich will es hier nicht, aber ich meine die Leute, die LOL spielen, die wissen, League of Legends übrigens für die, die es nicht spielen, die wissen, was damit gemeint ist. Ja, das ist dort leider keine Seltenheit und natürlich ist es kein guter Ton, aber sowas ist selten ernst gemeint. Aber natürlich gibt es auch Leute, die sowas ernst meinen und die müssen natürlich dann auch gefasst werden. Zudem gibt es aktuell laut dem Gesetzesentwurf, und es ist aktuell noch ein Entwurf, aber es kommt relativ bald, also es ist jetzt in quasi den finalen Phasen, es gibt keine Löschfrist. Das heißt, das ist tatsächlich ein bisschen ein Problem. Das heißt, diese Verdachtsdatenbank, die wächst einfach nur und die bleibt da. Das heißt, wenn man einmal sozusagen in einem Verdacht war, weil man zum Beispiel kritisch über ein Thema berichtet hat, wie ich das zum Beispiel gerade mache, dann könnte man in dieser Verdachtsdatenbank sein Leben lang drinstehen. Das wurde auch von vielen Kritikern so gesagt und nicht nur von Kritikern, sondern auch von Leuten aus der Opposition der Regierung. Das heißt, die CDU und SPD haben das so zusammengebaut und ja, jetzt haben sie tatsächlich auch genau diese Aussagen von den Grünen, von den Linken, von der AfD, von eben allen, die im Bundestag drin sitzen und nicht in der Regierung sind, haben sie solche Aussagen bekommen, dass es eben eine Verdachtsdatenbank geben könnte und dass es eben keine Löschfrist gibt. So, jetzt natürlich noch zu dem großen Thema, warum zur Hölle wollen die eigentlich unsere Passwörter? Und der Punkt ist eigentlich relativ simpel. Passwörter bringen erstmal nicht viel. Aber was ist denn mit zum Beispiel Tokens? Also ich meine, klar, Passwörter kann man bruteforcen, ihr wisst, wie das geht, das habt ihr bei mir wahrscheinlich sogar gelernt. Ist nicht allzu schwer, dauert aber sehr, sehr lange und ist nicht wirklich zielführend. Was aber viele Webseiten auch verwenden, sind sogenannte Tokens. Und
Ja, diese Tokens geben euch tatsächlich Login, und wenn man auch solche Tokens bekommt, also ich weiß nicht genau, wie das dann intern wirklich aussieht, das wird so nicht genau definiert, aber wenn solche Tokens tatsächlich rausgegeben werden, dann können die sich als euch einloggen und somit natürlich alles lesen. Also welche Tinder-Matches ihr habt, ja, welche Nachrichten ihr mit euren Tinder-Matches geschrieben habt, welche Nachrichten ihr generell geschrieben habt, zusammen mit dem Staatstrojaner, also ein sehr, sehr mächtiges Tool. Und zwar bevor irgendwelche Verschlüsselung oder sowas greift, können die dann einfach alle Nachrichten lesen. So, das heißt, die Verschlüsselung wird nicht angegriffen, sondern das wird halt einfach noch davor gemacht. Also gemeinsam mit dem Staatstrojaner ein unfassbar mächtiges Werkzeug, wenn man so möchte. Zudem wurde auch der Tatbestand vergrößert und tatsächlich erweitert für Drohungen. Also Drohungen mit, ich zitiere, mit Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen Sachen von bedeutendem Wert, die sich gegen die betroffenen oder ihnen nahestehenden Personen richten. Das heißt, solche Sprüche wie die zum Beispiel, die ihr vielleicht in gewissen Online-Spielen schon häufiger mal gesehen habt, sind danach nicht nur blöd, sondern tatsächlich auch illegal und können für 2 Jahre euch in Haft bringen. Und ja, hier ist natürlich die Frage, wo wird eigentlich die Grenze gesetzt? Das heißt, wird vielleicht entschieden, das war einfach nur so dahergesagt, oder ist es tatsächlich mit einem Tatbestand verknüpft? Wer entscheidet das, ist natürlich so die große Preisfrage. Und ja, natürlich für diese Passwortherausgabe, die ich gerade vorhin erwähnt habe, da gilt natürlich, man braucht zuerst einen Richterbeschluss, wenn man so ein Passwort wirklich haben möchte, beziehungsweise generell Sicherheitskennungen, also sowas wie Tokens eben auch. Damit man sowas haben darf als Ermittlungsbehörde, braucht man zuerst die richterliche Genehmigung. Aber, und das ist jetzt auch neu, IP-Adressen und Nutzernamen sind nicht davon betroffen. Das heißt, IP-Adressen und Nutzernamen dürfen einfach so abgefragt werden, ohne richterliche Zustimmung. Natürlich mit Verdacht, also nicht einfach so Generalverdacht. Jeder, wir brauchen mal die IP-Adresse von allen Menschen sozusagen. Das wäre auch nicht zielführend, sondern halt wirklich nur, wenn es für die Ermittlung irgendwas bringt. Aber ja, wer kontrolliert, das ist natürlich die andere Frage. So, und jetzt kommen wir zum letzten Teil der News, und zwar im Zuge dessen, oder auch nicht, man weiß es nicht so genau, ändert NordVPN etwas an seinen Richtlinien, an seiner Privacy Policy. Und zwar, ich zitiere hier auch wieder mal, being based in Panama, also dadurch, dass wir in Panama stationiert sind, müssen wir keine IP-Adressen speichern oder müssen keine Browsing-Informationen speichern und keine Traffic-Informationen, also was der User gemacht hat, das müssen wir nicht speichern. Das ist das Erste, was sie sagen. Das Zweite ist allerdings, und hier kein Zitat, weil auf Englisch, im Namen der Privacy Policy werden sie ab sofort, also ab dem 1. Juli, also ab heute, ich nehme das am 1. Juli auf, ihr kriegt es wahrscheinlich ein paar Tage später, weil ich muss ja auch noch schneiden und rendern, ne? Ab heute wird tatsächlich alles Mögliche, was zu einer strafrechtlichen Verfolgung beitragen kann, an die Behörden weiter vermittelt, auch wenn sie in Panama sitzen mit ihrem Unternehmenssitz. Das heißt, völlig egal, wo das Unternehmen gerade ist, sie liefern, also NordVPN liefert die Daten seiner Kunden weiter, die sie auch tatsächlich speichern. Sie speichern von mir aus keine IP-Adressen oder auf welche Webseiten ihr zugegriffen habt, aber was sie definitiv speichern, ist natürlich, wann ihr euren VPN gekauft habt, wo ihr euren VPN gekauft habt, also welche IP-Adresse ihr zu diesem Zeitpunkt habt, welche E-Mail-Adresse ihr hinterlegt habt, welche Zahlungsinformationen, also zum Beispiel über PayPal oder wie auch immer ihr das Ganze gemacht habt und so weiter und so fort. Also Passwort, Expiration Date steht da auch ganz schön dabei und Subscription Period, das heißt, wie lange euer Vertrag noch anhält. Und all diese Informationen sind natürlich gespeichert und die werden auch dann tatsächlich rausgegeben an Ermittlungsbehörden, wenn das erforderlich sein sollte. Und ja, natürlich, das Darknet, ja, Tor oder Tails sind wichtige Instrumente, wenn es um zum Beispiel Menschenrechtler geht oder verfolgte Journalisten oder vielleicht sogar IT-Security-Experten, die neue Exploits einfach kaufen wollen, weil ihre Firma zu doof ist und kein Bug-Bounty-Programm zum Beispiel hat. Und die kaufen sich dann die ganzen neuen Zero-Day-Exploits im Darknet und holen sich dann da sozusagen die Informationen, wie man diese Sicherheitslücke beheben kann. All diese Informationen fallen weg, wenn wir zum Beispiel jetzt einfach das Tor-Netzwerk komplett verbieten. Und das wäre ein riesiges Problem. Wir sehen aber hier, Anonymität ist ein zweischneidiges Schwert. Und auch wenn unsere Regierung noch das ganze Internet als Neuland bezeichnet, es kann sein, dass die nächste Generation der Regierung das nicht mehr so sieht und diese Verdachtsdatenbanken wirklich ausnutzt. Aber leider ist es auch so, dass unsere aktuelle Generation an Kriminellen
schon lange das Internet nicht mehr als Neuland bezeichnen kann. Und ich glaube, ihr merkt selber, was ich meine, wenn ich euch diese ganzen Geschichten erzähle. Sowas darf nicht ungestraft bleiben. Und deswegen ist es natürlich hier auch so ein heikles Thema. Deswegen ist natürlich trotzdem noch das Verbrechen nicht eingedämmt, weil jetzt plötzlich IP-Adressen oder Passwörter rausgegeben werden dürfen. Es macht aber natürlich die Verfolgung einfacher. Auf der anderen Seite trifft es aber natürlich auch Leute, die anonym sein müssen für ihren Beruf oder anonym sein wollen, weil sie zum Beispiel ihre Privatsphäre schätzen. Mir macht das Ganze ehrlich gesagt ziemlich Angst und ich würde gern wissen, wie es euch so damit geht. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.